Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir nennen es Let's Play Together Minecraft Adventure-RPG Map. Sie nennt sich Amethyst the Clouds oder so ähnlich. Ja. Habe ich das richtig ausgesprochen? Bestimmt. Naja, ich habe es jetzt nicht vor mir. Ich habe es leider auch nicht vor mir. Ich müsste disconnecten und dann steht es ja da. Na egal. Admist irgendwas. Oder, warte mal. Ich hab's doch hier bestimmt irgendwo. Nee. Amidst the Clouds. Irgendwie so. Amidst the Clouds. Ja. Cool. So, und zwar ist das eine RPG Map. Und da oben steht: Set Spawn of Nearest Player. Klappt noch nicht, weil geht nur um Singleplayer. So, dann haben wir was zum Vorlesen. Ich nehme erst was zu essen mit. Ist ja für jeden was da. Ich nehme ja 8 Stück und einen Apfel scheiße ich drauf. Du kannst dir gerne ein Stack nehmen, weil in jeder Kiste ist ja drin. Ja, ich möchte es nicht gleich verteilen. So, und dann lesen wir hier mal diese, diese Bücher vor, gleich nachdem ich hier mal das Spiel leiser gemacht habe. Music, machen wir so, Sound so und das da. Okay. Gib mich die Buch. Mann. So. Das erste Buch. Welcome to Whitefall. Du erinnerst dich nicht an besonders viel. Du kannst froh sein, dass du überhaupt am Leben bist. Was zur Hölle war da in Dark Rift, in der Dark Rifting Night zuletzt los? Oh mein Gott. Ich wieder mit meinem Englisch-Skills. Unglaublich. Wenn du nicht zu dir gefunden hättest, dann wärst du jetzt tot oder voll blöd. So. Willkommen in Whitefall. Geh jetzt los und erkunde. Genau. Und erkunde das Dorf, the town. Wenn du da draußen unterwegs bist, wirst du ein paar Bücher von mir finden. Die habe ich irgendwie blöd hingepackt, weil ich bin blöd so. Wenn du 3 von meinen Büchern findest, dann bring sie in den Mage Tower. Ja, ich habe gestern haben wir nämlich schon mal ein bisschen aufgenommen und dann ist ein Malheur passiert, nämlich Laptop Defective von The Nanimates, nämlich was war, Leertaste und E-Taste kaputt. Ja, die böse Tastatur, ja. Also die E-Taste ist ja hier jetzt nicht so schlimm, weil wir dürfen eh nicht craften. Obwohl, das ist das Inventory. E-Taste ist genauso schlimm. Und springen ging auch nicht. Ja. Das war echt cool. Jetzt geht's wieder. Unglaublich. Und jetzt hat sie eigentlich eine super rattenscharfe, wasserfeste Tastatur. Achso, hier ein zweites Buch. Ulfs, also ich wäre da vorsichtig mit Wasser. Probier's einfach mal nicht aus. Ach, Ulfs, das ist gut. Ich habe tatsächlich verstanden, wasserfest. Weil ich doch so verwirrt bin. Nee, Ulf. Okay, Quest-Tokens. Das sind die komischen grauen Dinger, die ich gleich nochmal zeigen werde. Quest-Tokens sind Items, die du den Villagern geben kannst für eine Quest. Also dann kriegt man eine Quest halt dafür, ne? Dann kann man sich die Quest durchlesen und dann kann man die Quest machen und dann kriegt man irgendein Item und kann das dann eintauschen gegen das Quest Reward. Ja. Gibt es dafür einen deutschen Namen? Quest Reward. Klingt so merkwürdig. Und jetzt springe ich da runter und hol das Buch nicht wie du gestern, weil geht ja eh gleich wieder deine Tastatur kaputt. So. Nee, heute nicht. Guckt Fisch. Und wenn's. Cheater, woher weißt du denn, dass da unten eine Kiste ist? Weil du das gestern gemacht hast. Nein! Doch, hast du! So, hier kriegst du einen Fisch. Ja, schön. Mau! Die Nanimates kriegt einen Fisch. Hey. Das passt ja. Huhu. Wens Book kann man sich nicht mal angucken. Das geht dann nämlich zu Wen. So, wollen wir jetzt mal ein bisschen rumgucken. Uns die Game Rules anschauen, die hier unten drunter sind, die wir gestern ja auch schon entdeckt haben. Springen! Hui! Naja, gespawnt hier. Hey, warum bist du so schnell? Unfair. Dann lies vor. Es ist ein Vance Book. Ach so. Ich meine nicht die Regeln. Das magische Brett der Regeln. Benutze im Ofen nur Eisen und Kohle. Keine Sticks. Erfahrungspunkte spielen hier keine Rolle. Benutzt doch einfach mal diese XP-Maschine an der Seite. Da drüben. Der Game Rule Button ist hinter diesem Ding, der funktioniert allerdings auch nicht. Die ganzen Biome soll man nicht erkunden, bevor es das Main Quest so sagt, dass man es tun soll.
Man darf keine Blöcke kaputt machen, außer es wird einem gesagt. Dice act as currency, also Farben sind ja die Währung. Man darf keine Enchanting Tables verwenden. Ist ja blöd. Und jetzt haben wir hier unten noch ein paar Tipps. Und zwar, Iron Ingots soll man zum Reparieren benutzen. Oder kann man zum Reparieren benutzen. Und wann auch immer man einen Wunderelefanten oder Ryans Radio sieht, dann soll man die extrem krass megamäßig nerven. So, okay, das werden wir tun. Hast du schon so einen tollen Elefanten gefunden? Nein, glaube ich nicht. Game Rule Button. Press to set Game Rules. Don't you worry about Game Rules. Let me worry about blank. What? Na egal. Click it. No squids this time. What? Den verstehe ich nicht. Das hat ja mit dem XP-Dings zu tun. Die XP-Maschine. Immer wenn du drauf drückst, dann stirbt ein Squid. Hui, da fällt er runter. Hey, komm. Hui. Fällt auch Squid. Hier darf man, muss man sich auch zusammenreißen, dass man nicht runterfällt, weil Falling out of the world und so, ne? So, Game Rules. Es kommt kein Text. Und in dem Let's Play, was ich mir vorher mal kurz 5 Minuten angeguckt habe, da kamen. Kam Text. Ne? Da wurden auch die XP gesetzt, wenn man drauf gedrückt hat, auf irgendwie Level 27.000 oder so ein Scheiß. Wollen wir anfangen? Ja. Wie machen wir das mit den Quests? Macht jeder die Quests auch oder machen wir das anders? Naja, dadurch, dass du weitergespielt hast und ich nicht, Hm. weiß ich gerade nicht, inwiefern die zu zweit machbar sind. Ja, ich glaube, die sind zu zweit kaum machbar. Zumindest das erste, was ich gestern gemacht habe, das ist nämlich bei dem hier. Den werden wir jetzt mal anpupsen. So. Hey, warum hat der nix? Bist du blöd? Irgendwie weg. Irgendwie ist hier nix. Das ging aber gestern noch. Und das für Geld. Scheiße, jetzt habe ich gerade einen Quest-Token weggeschmissen. Warum geht das nicht? Was ist hier los? Ich hab der Quest. Wo bist du? Gib mir die Quest. Eine Quest von Shen. Shen? 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 Shen Long. Nee. Hi. I need a fix man. Bring me a one up. I need it soon, man. Ach ja, okay, das ist von dem hier. Kannst du mir das Buch geben, damit die Leute das noch lesen können selber? Bitte. Natürlich. Das Buch brauchst du eh nicht mehr. So viel sei gesagt. Ach, Quest Er heißt will ein Shrooms. Level. I need a fix man. Bring me a one up. I need it soon, man. So, er möchte ein Leben, ein One-Up. So, dann gehen wir jetzt auf die Suche nach dem One-Up. Das ist natürlich eine Hommage an Super Mario. Wir Wo ist denn fangen der jetzt jetzt zu. eigentlich abgeblieben? Och, der rennt hier irgendwo blöd rum. Den werden wir schon noch wieder finden. So, dann such mal den Pilz. Ich weiß schon, wo er ist. Das war nämlich genau die Quest, die ich gestern gemacht habe. Pilz. Also, eins kann ich dir sagen: Wir. Dort ist das Tor. Zu unserer Linken, da dürfen wir noch nicht raus. Weil ab dort fangen die Okay. Biome an. Hier haben wir ein Luftschiff, soll es wahrscheinlich darstellen oder so. Luftschiff, wie nennt sich das? Ein, sag schon, Zeppelin, ja, so heißt das. Dankeschön. Solange es nicht gesagt wird, ist die Docking Station geschlossen. Ja, nehme ich Ich habe Buch keinen. und Feder gefunden. Ein Ich weiß nicht, Kuchen? warum. Und ein Wandsbook. Buch und Feder. Ach, Buch. Also unbeschrieben. Okay. Hier haben wir die große World Map. Und ich bin da. Da. Ist schon relativ groß, finde ich, so ein bisschen so, halt so, ne? Ein bisschen. Dezent. Wo bist du? Ach, da. Außen, ich such den Pilz. Ja, such den Pilz. Denk daran. Sei realistisch, denk daran, wo wachsen Pilze? Wächst der irgendwo und ist nicht in irgendeiner Kiste? Ja, der ist schon in der Kiste, aber der ist an einem Ort, wo auch ein Pilz wachsen könnte. Ach ja. Tja, wo ist er hin? Die Nonni. Achso, wir spielen übrigens hier auf Version. Steht die hier? Ja, Version 1.6.4. Das ist die empfohlene Version für diese Map. Hey, du bist weg. Sie ist weg. Weg. Und ich Ich bin bin nur hier wieder allein, unten. allein.
ist gerade unten. Ich habe den Zuschauern schon mal gezeigt, wo der Pilz versteckt ist. Ich finde ihn nicht. Ah, da. Grüßen. Ja, es ist bei mir gerade alles etwas laggy. Laggy, laggy. Wahrscheinlich ist er auf irgendeinem Baum. Ja, genau. Nein, ist er natürlich nicht. Ich sehe ihn sogar von hier. Von hier, wo ich stehe, meine ich. Oh, du bist schon wieder irgendwo, wo ich nicht bin. Ich kann ja nicht mal hinterher. Da bist du. Ich stand ungefähr hier. Hier, so stand ich. Ach ja. Ja, ich habe auch eine halbe Stunde gestern gesucht. Ja. Man sieht ja nicht mal was, ey. Guck mal, das finde ich noch heller stellen. Das ist schon auf mega hell. Fuck. Kommen wir da nicht mal rein? Wow. Was soll das da unten? Oh. Was? War ein Bild. Mein Bild, ach so, cool. Ja, dann häng's mal wieder auf. Ja, jetzt ist es ein großes Bild. Jetzt hab ich's weggemacht aus Versehen. Fuck. Hm. Okay. Egal. So, das war die Quest. Shen ist übrigens wieder im Haus. Und. Da hast du deinen Pilz. Mann, ich kann ihn nicht mal ansprechen. Hast du dir Farbe? Auch das, die Farbe rausgenommen? Aus der Kiste? Ja. So, also von ihm jetzt, welche Kiste? Der, wo du jetzt den Pilz rausgenommen hast, war Farbe drin. Hier, wenn man jetzt den Pilz reingepackt hat, kriegt man 5 von dem Lime-Dye und mehr hat er nicht, der Onkel. In der Kiste war was drin. Hab ich. Ich hab 7. Ja, genau, 7 müssen es sein, weil von dem hast du ja 5 bekommen und 2 waren in der Kiste. Sehr gut. So, nächste Quest. Tempa. Soll ich dir mal welche abgeben? Ach, hier kann man sich was zu essen bei dem kaufen, bei Tempa. Okay. Ja, was haben wir ja noch? Ja, haben wir noch. Vielen Dank. Du stirbst schnell. Und jetzt habe ich meinem Server nicht im Blick, ob der gerade irgendwie Frames gedroppt hat. Na, du weißt schon, irgendwas gedroppt hat. Ich gehe mal kurz zu uns in die Taverne. Und pack da mal die scheiß Bücher rein und das Geld. Weil Geld kann man sowieso bloß hier brauchen. Es leckt schon extrem gerade. Bei dir? Ja. Nix gut. Lass mich raten, wir müssen jetzt darüber auf die andere Insel. Wir können auf jeden Fall mal hier noch weiter die Leute nerven und Questing machen. Ja, da ging noch was mit Shen, aber der wollte jetzt gerade nicht mehr. Mit Shen ging noch was? Ja, ich hätte noch einen Quest-Token reinlegen können. Ja, das hättest du machen können, da hätte der dir die gleiche Quest nochmal gegeben. Ach so. Ja. Dann hättest du wieder die Quest Shroom gekriegt, aber der hättest du ja nicht abgeben können. Jetzt kann man ja. Oh, guck mal. Der tauscht zum Beispiel noch 3 Emeralds gegen einen Flinten Steel. Das klingt nach einem Standardtausch für den Villagern. Ja. Okay. Wollen wir weiter gucken? Ja. Wo ist die Tür? Fuck. Tja, gehen wir mal hin. Gucken wir mal hier hoch. Ja, und jetzt auf die zweite Insel, genau. Hier ist der Schmied. Der heißt Hanno. Hanno will blaue Farbe. Ach so? Ja. Was kriegt man dafür? Blaue Farbe. Klamotten. Oh, Chainhand. Oh, krasse Wurst. Okay. Und hier sind, Repair and Name. Ja, wie heißt denn das Ding hier? Mensch, ein Amboss. Wenn man hier hochguckt, da sind noch mega viele Ambosse, damit man noch immer seine Klamotten reparieren kann. Okay, ich würde mal fast sagen, guck mal hier in das Haus rein. Hier ist gar keiner drin. Was ist denn das für ein Haus? Der NPC ist tot oder was? Die Queste des verlorenen NPC. Das da ist übrigens Wen's Tower. Da können wir 3 Books abgeben. Hast du 2 Books oder 1 Book? Ich hab 2. Oh, dann können wir doch die Quest abgeben gehen. Das ist nicht die Hauptquest? Ja, ne? Okay. Vielleicht kriegen wir eine Ausrüstung von dem Onkel. Guck mal. Schau mir mal. Hä?
Trip. Wren's Mage Tower. Bisschen mehr Beleuchtung wäre echt krass, ne? Ach, ich hab die Helligkeit schon hochgedreht. Ich kann die nicht noch höher drehen, die ist schon auf volle Möhre. Wie gesagt, die Leckerei nervt mich gerade. Ich meine, ist immer voll doof, wenn dich einer leckt. An den falschen Stellen, ja. Mann, warum komme ich hier nicht fucking hoch? So, hallo, na toll, danke, wenn du Arsch, hat mich runtergesupst. Das Wham. War da gar nicht. Du bist einfach nur falsch rumgelaufen. Nein, bin ich gar nicht. A grave situation. Ich hab da mal zwei Bücher für dich. Grazie. Oh, schmeiß sie bitte nicht irgendwie aus Versehen rein, sondern ja. Wie gesagt, ich habe auch noch ein Buch, was beschrieben werden kann. Also ein Buch mit Buch und Feder. Aha, okay. So, ich mache das mit A grave situation. Kann ich vorlegen. Nicht. Ach, du hast schon getauscht? Ich habe schon getauscht gerade, ja. Aber da gab es halt nur eine Quest für. Thanks for bringing me those books, kid. I'd love to give you a proper tour of the village, but we have more pressing matters to attend you. Ich gebe dir gleich das Buch, da kannst du mal selber lesen. Ever heard of Valiant City? It's a logging village not far from here. You rely on Valian for our wood. Ah, whatever. Nobody from Valian has responded to our messages in 3 days. We need someone to look into it. If you think you're up to the job, head through the forest to the north. Aha, north. Also da, ist auch, da war ein, da ist ein Village, die antworten seit 3 Tagen nicht und... deswegen sollen wir dann doch mal, wenn wir Lust haben, mal gucken, was da los ist. Und dafür müssen wir nördlich zum Wald. Okay. Aber in den Wald möchte ich nicht ohne Rüstung. Was ist denn das hier unten? Don't know. Ist es dunkel? Oh, ach nee. Halt. Nö, da ist nichts weiter. Hier ist einfach nur nix. Also ich muss gestehen, als ich mir die Karte schon mal angeguckt habe vorher, ohne irgendwelche Quests zu machen, sonst hätte ich den blöden Pilz ja schon gefunden gehabt. Ja. Nein. Hab ich da schon mal geguckt, was Nein, da sein Mann, du soll. Blöde Kackertür. Na, ich komme nicht raus. Und da ist ein... Jetzt. Gibt einen bestimmten Namen dafür. Ich nenne es jetzt mal Befehlsblock. Mhm. Der dich irgendwo hin teleportiert. Mhm. So, aber das war es ja noch nicht an Quests, also muss es doch noch mehr Quests geben. Oder sind die jetzt alle schon runtergefallen, die Villager, weil hier kein Geländer ist? Ja, wir müssen auf die nächste Insel dann. Hier ist nichts weiter. Ja, aber wir auf die nächste Insel kommen, na gut, können wir mal gucken. Wir müssen halt die Melonen kaputt machen. Aber wir dürfen keine Blöcke kaputt machen, außer es wird gesagt. Was stand in dem Buch? Dass wir in den Wald gehen sollen? Ja, durch den Wald, genau. Da oben noch irgendwas? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Das ist To the Memorial. Das ist ein Gedenkplatz. Eine Kiste. Was ist da drin? Möhrchen. Tu mal lieber die Möhrchen, Mama. Und, würde ich sagen, Marmelade. Melone. Melone. Und ein Shiny Stone. Ein Shiny Stone? Mhm. Okay. Ja, ich durfte World of Warcraft nie spielen, muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Ich wollte immer nur gucken, wo ich auf die Berge hoch kann, obwohl ich nicht hoch darf. Rechne schon mal damit, dass die Meldung kommt, Lumpy Counter. Ja, hit the ground too hard. Ja, ja, irgendwie sowas. Oder fiel aus zu großer Höhe oder sowas. Ja. Fell out of the world. Ganz warte genau. Da nur drauf. Ja, warte. Okay.
Können wir ganz schnell machen. Nee. Nein, ihr müsst doch irgendwo ein anderer Typi sein. Ich weiß doch von einer Quest. Da muss man einen Kompass suchen. Und keine Ahnung, wo der Kompass allerdings ist. Au. Und tot? Nee. Nee, Genicke. Noch nicht ganz. Das Tempa. Die Tempa gibt mir Steaks. Steaks. Guck mal, ob du, wenn du ihr Steaks gibst, ob du dann irgendwas, theoretisch müsstest du noch was anderes handeln können mit ihr. Ach so, die kriegen ja immer, wenn du mit denen tauschst, irgendwann irgendwas dazu. Ja, stimmt. Dann macht er die Tür auf. Vielleicht musst du ja Steak kaufen. Nee, das wäre... Das wäre... Danke. Glaube ich nicht im Sinne des Kollegen Schnürschuh. Weiß nicht. Aber hier müssen nicht, hier sind viel zu wenig Leute, hier müssen viel mehr sein. Wo sind da die unten Leute? War doch vorhin einer, der aussah, als würde er Selbstmord begehen wollen. Ja, stimmt. Das war, glaube ich, der, von dem ich gestern den Pilz bekommen habe. Die Pilzqueste. I'm unsure. Ne, der hat nichts zum Tauschen. Jetzt hast du, ach, du bist ein Held, jetzt hast du das blöde Buch mit runtergeschubst. Welches Buch? Ich habe gerade mit dem handeln wollen und es war ein Buch von mir da drin, dieses Buch mit Feder. Jetzt hast du ihn runtergeschubst und er hat das Buch mit Feder mitgenommen. Wie war das mit viel zu aus zu großer Höhe? Ich gehe mal lieber hier in das Loch. Ich wollte gerade, Moment, Minecraft Wiki. Ich gebe dir dann das Ding halt wieder. Buch mit Feder. Nannte es sich. Gucken wir noch Buch. Buch mit Feder. Buch und Feder heißt es. Das ist Datenwert. Das hat die Dezimalzahl 386. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich die Items gebe. Bucket. Give Item. Los. Oh, das ist mir Bummens, Leute. Ich habe OP. Ich darf alles. Denke ich doch. Zumindest. Give war das oder so. Aber Angst vor Blöcke zu schlagen haben. Gib mir mal bitte das Buch, was da vorhin gedroppt wurde. GIF, was wir Moment, machen dürfen jetzt. GIF Player 386. Okay, GIF. Minecraft. GIF Nanny Meets. Fällt nicht auf, dass ich vor der Aufnahme noch geschlafen habe, oder? Hast du das Item bekommen? Ja. Was? Achso, ja. Okay, bitteschön. Da hast du das andere Buch. Danke. Um dir die Quest nochmal durchzulesen, während ich auf der Suche bin nach einem weiteren Questgeber. Oh. Ah, der Typi hatte ja gar keine Quest, oder? Den ich da runtergeschubst habe. Den du geschubst hast? Nee. Okay. Wir müssen in den Wald. Ja. Aber ich dachte, hier gibt es noch irgendwie mehr. Ich werde mal schon mal ein bisschen Geld ausgeben für ein Steak, weil ich werde jetzt nochmal Tempa anhauen und sagen, hier, kochen wir mal was Schönes. Tempa? Tempa ist weg. Ich nehme mal an, Tempa soll eine Frau darstellen. Ich vermute es auch. Das kann man ja bei den Villagern nicht so ganz nachvollziehen, aber... So, hier steht's. Hat aber nichts Neues gegeben. Schade. Ja, wollen wir in den Wald oder so, sagst du? Aber ohne Rüstung? Ist schon ein bisschen krass, ne? Aber wir sind keine anderen Villager, das stimmt schon. Also Tempa rückt nichts raus. Au. Doch Gold gegen Smaragde. Ja, das ist dann wieder so ein Standardding. Ich will noch mal was gucken. Hier ist doch so eine coole Windmühle. Da will ich mal reingucken. This is the mill. The mill is fucking leer.
Oh, sieht zumindest cool aus. AV Zirkumflex, AV Zirkumflex, was soll das bedeuten? Le Weiß ich nicht. Grille, was soll das bedeuten? Ist hier noch was? Irgendwie? Irgendwo? Irgendwann? Da ist ein Loch. Ja, aber wir müssen die Melonen-Dinger doch aber. Wir müssen ja irgendwo weiterkommen. Ja, aber es wurde ja noch nicht gesagt, dass wir das machen sollen. Ja, ansonsten geht's jetzt im Wald. Ja, genau. Warte. Hier sieht es noch so aus, als ob man klettern kann, finde ich. Stimmt, Nicht, dass hier Absicht, irgendwas dass man versteckt ist. dann Scheiße. außen am Gebäude hochklettern soll. Ha. Ah. Oh. Nee, fuck, bin ich doof. Und ich bitte keine Kommentare dazu. Nee, habe ich ja auch gerade nicht gemacht. Ja, sehr nett von dir. Adventure Map Pick Hunter ist am Start. Warte mal, ich sehe meinen Timer nicht mehr. Also, back to Ghana. Wie weit sind wir von der Zeit her? Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. 26 Minutes. Na, dann stoppen wir doch gerade mal. Ja, und ich wollte doch jetzt hier auf die blöde Mühle, ey. Auf die eine Seite da ist doch irgendwas. Sonst würde man da nicht ständig runterfallen. Oder ich. Okay. Ey, das gibt's nicht. Warum springt denn dieser Spacken so spät? Ey. Und mit Spacken meine ich meinen Charakter. Du kannst da drüben sowieso nichts machen. Warum nicht? Und drin ist auch nichts. Sollst du von hier aus sehen. Jetzt. Ah, hier ist nämlich eine Leiter. Und da ist noch eine Leiter, okay. Mach Verarschen du kann ich mal. mich echt alleine. Oh, Verzeihung. Jetzt bin ich einmal komplett um die Mühle ringsrum. Schade. Warum ist da eine Leiter? Nein. Nein. Okay, Leute, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn Wie wir in ging den es denn Park dann gehen. weiter? Wenn wir in den Wald gehen. Wenn wir in den Park Genau. gehen. Wir sehen uns dann im nächsten Wald. Macht's gut. Bis dahin und draußen. Ciao. Da oben ist Ja. aber auch nichts. Sicher? Na, das werden wir bald Ja. rausfinden.